das doch kein Programm, gell? Thank you.
dass Sie alle Zeit gefunden haben an diesem sonnigen Abend. Hier steht das Blasorchester, machen wir unser Frühjahrskonzert, auf das proben wir ein halbes Jahr hin. Das ist für uns immer ein ganz großes Ereignis. Und ich darf ein paar Leute ganz speziell begrüßen. Und zum einen den Herrn Bosch, den Herrn Knoll vom Bosch-Dienst. Hier ist ein Flugticket. Nicht bei dir. Ja, ich weiß, eine Weltreise macht man schließlich nicht jeden Tag. Wertes Publikum, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, wir heißen Sie im Namen des gesamten Blasorchesters der Städtischen Musikschule Bayreuth zu unserem heutigen Konzert herzlich willkommen. Ich bin Miriam. Und ich bin Katrin. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns auf eine musikalische Weltreise zu gehen. Es ist alles vorbereitet und völlig ungefährlich. Schneiden Sie sich einfach an und reisen Sie mit uns an die entlegensten Ecken der Welt. Wenn Ihnen der jeweilige Beitrag gefällt, dürfen Sie das gerne durch einen kräftigen Applaus am Ende des Stückes zum Ausdruck bringen. Mit O Continuo haben wir Sie bereits auf unsere spannende Reise eingestimmt. Und jetzt geht's richtig los. Schauen wir, was da steht. Hoeneß wird Putin treffen. Von Präsident zu Präsident. Uli Hoeneß mischt sich wieder ein. Der Bayern-Präsident würde gerne mit Wladimir Putin über Deutschlands Beziehungen zu Russland reden. Eine Sache findet er an Russlands Präsidenten sogar sympathisch. Ich glaube ja nicht, dass wir hier in Russland den Präsidenten sehen werden. Na, hier mitten auf dem Roten Platz bestimmt nicht. Hörst du die Musik? Das ist doch ein Walzer. Ja, das Stück heißt Puschkin.
du hast dein Flugticket falsch gelesen. Wir fahren nach Florida, auch bekannt als Sunshine Star. Also, pack den Regenschirm jetzt wieder weg. Und wir genießen jetzt zusammen Summertime. Solistin am Saxophon ist Friederike Wartenberg.
herum, sodass es aussieht wie ein Blumenmeer. Ja, sie tanzen den typisch ungarischen Csárdás. Dieser Tanz beginnt erst langsam und wird dann rasend schnell. Solo-Klarinette spielt für Sie Maximilian Klinger.
bekannten Stücke Child's Anthem, Africa, I Will Remember und Rosanna. Das nächste Stück ist für uns eine Herausforderung. Das sieht man schon in diesem Partitur, die kriege ich schon gar nicht in meine Tasche rein. Aber es ist ein sehr schönes Stück. Thank you.
Monster Walk with Thee ist eines der besten Beispiele dafür. Das Stück beginnt relativ langsam, nimmt dann aber so rasant Tempo auf, dass es problemlos als gute Laune-Stück bezeichnet werden kann. Der flotte Rhythmus und die spontanen Melodieverläufe regen einfach zum Mitwidmen. Meine Damen und Herren, ich muss Sie ganz kurz in die Pause entlassen, dauert eine Viertelstunde, über 20 Minuten. Ich hoffe, Sie bleiben danach noch da und hören sich den zweiten Teil des Konzertes an. Geht der rasant weiter. Thank you.
schnallen Sie sich erst gar nicht an. Wir marschieren sofort zum nächsten Transportmittel. Nun geht unsere Reise mit dem Schiff weiter. Dancing Queen, was für ein außergewöhnlicher Name. Ja, dieses Luxustransportmittel hat einiges zu bieten. Auf hoher See tanzt eine Gruppe von Matrosen mit den Passagieren einen Walzer. Die Musik kenne ich. Das ist The Second Waltz von Dmitri Schostakowitsch. Komm, lass uns mittanzen. Thank you.
Zawinul. Sein Geburtsname lautet Josef Erich Zawinul. Und Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen. Langweile uns nicht mit so vielen Details. Genau, Erbarmen. Mercy, Mercy, Mercy heißt sein Stück über unglückliche Liebe. Solisten an der Tuba sind Reinhard Lammel und Markus Seifert. Am Solosaxophon spielt Friederike Wartenberg und Achim Huber Hübner Trompete für sie. Afrikanischen Instrumenten umsehen. Ja, die afrikanische Musik wird
variierenden Rhythmen hat mich auch schon immer begeistert. Markus Götz zum Beispiel hat den Geist der afrikanischen Musik in einem Blasorchesterwerk eingearbeitet. African Inspirations. Solo-Schlagzeuger an der Cembe ist Leon Krüger. Thank you.
geht's nach Montenegro. Ob die wohl wirklich alle schwarze Anzüge im Casino Royal tragen, so wie im James-Bond-Film? Da schmeißen die Männer Chips in die Mitte, als wäre es Spielzeuggeld. Dabei geht es um Millionenbeträge. Und dabei geht es nicht nur um das Pokerspiel an sich, sondern vielmehr noch um die Intrigen, die sich im Hintergrund entwickeln. Die Musik im Film Casino Royale von David Arnold trägt auch maßgeblich zur Spannung bei. Hören Sie selbst, aber lassen Sie sich bloß nicht über den Tisch ziehen. Thank you.
Tea Time. Wir sind eingeladen von Eric Clapton in London. Für dieses Treffen hat unser Dirigent Peter König mit uns ein Stück einstudiert. The Cream of Clapton. Darin sind Wonderful Tonight, Lila und Tears in Heaven enthalten. Thank you.
Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich muss weiter suchen. Parkplatz suchen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wenn es Ihnen genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann würden wir uns über die ein oder andere Spende freuen. An den Ausgängen stehen freundliche Damen und Herren zur Verfügung. Und jetzt verabschieden wir uns mit dem Parkplatzsuche-Lied von Herbert Grönemeyer, auch genannt Mambo. Thank you.
fürs Kommen und für den kräftigen Applaus. Das ist das Beste für uns, was Sie uns geben können, der Applaus. Aber Sie können auch noch spenden. Das ist auch möglich. Vom Förderverein zugute. Und ich habe so den Eindruck, Sie wollen nur Zugabe hören. Wir hätten auch noch. Thank you.